So Leute, da bin ich wieder. Ihr wisst ja, ich habe meine eigene Skin Win Challenge aktiviert. Das hier müsste jetzt eigentlich Skin Nummer 3 sein. Einige von euch werden ihn kennen, er ist auch gerade im Shop drin, dieses Ritterrunden-Paket, das ich ja vom Luca geschenkt bekommen habe. Deshalb spiele ich den Skin auch. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich glaube, ich habe über 3 Stunden gebraucht, um diesen Sieg hier hinzukriegen. Es war echt anstrengend. Klar, im Stream ist man ein bisschen nervöser. Und es hat einfach nichts gereicht. Hier haben wir auch schon unseren ersten Kill gemacht. Dann erstmal danke an alle, die fleißig geliked haben und kommentiert haben. Wirklich Grüße gehen da in jeden Einzelnen raus. Ich habe ja gesagt, ich lade nur Siege hoch ab 5 Siegen. Hat auch bei dem Skin hier, ihr seht, gerade so gereicht. Also, hoi, der Stream war wirklich anstrengend. So, Luca, Grüße gehen schon mal raus und nochmal natürlich Dankeschön für den Skin bzw. das ganze Paket. Und in Zukunft, wenn ich von euch halt einen Skin geschenkt bekomme, dann versuche ich natürlich auch direkt den Sieg damit zu holen. Also, weil ich weiß echt nicht mehr, von wem ich welchen Skin habe, weil es einfach zu viel ist, denn in Anführungszeichen. So, ich würde sagen, wir gehen aber mal direkt zu Kill Nummer 2. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es war, weil es waren so viele Kills heute in Anführungszeichen. Weil ich ja so gut bin. Kappa. Ach, das war der, der so dullihaft da rumgestanden hat. Und eins ist mir halt heute auch aufgefallen. Gefühlt, die halbe Map ist einfach nur noch am Rumspringen. Egal, wo du hinguckst, da fliegt einer rum, da fliegt einer. Zack. Der hat mir schon ein bisschen leid getan. Er ist auf der Flucht und zack, wird er hops genommen von hinten. Ist zwar ein bisschen assi, aber gehört dazu. So, jetzt passt auf, wie der gestorben ist. Achtung! Keine Ahnung, was der hatte. So, ich wusste hier nicht, push ich nicht. So, er baut sich hoch. Das habe ich gesehen. Und dann, er steht einfach. Er bleibt einfach stehen. Ich habe keine Ahnung, was seine Mission war. Was natürlich auch noch dazu kam, Luca war mit mir zusammen im Discord, hat natürlich auch nicht gerade geholfen, auch wenn er mich nicht stört, um Gottes Willen. Aber wenn du dann immer so ein bisschen am Quatschen bist, lenkt natürlich auch ab. So, gucken wir uns noch den vorletzten Kill gerade an. Was war hier? Ist der nicht in Fallschaden gestorben? Weil manche Runden waren echt schon ein bisschen komisch. Zack, zack, zack. Doch, der ist an Fallschaden gestorben, stimmt. So, jetzt kommen wir zum letzten. Warte mal, habe ich ihn hier schon entdeckt? Ne, hier war ich den Gegner nämlich am Suchen. Ich so, wo kann der sein? Ihr seht schon, dieses Leben nur noch zwei. Und er hatte sich hinten im Auto versteckt. Warte mal, wir gucken mal gerade, ob man es hier nochmal sieht. Ich habe nämlich wirklich da hinten im Auto, da sitzt er. In dem blauen Auto. Und der Luca die ganze Zeit so, guck doch mal an den Autos, guck doch mal an den Autos. Deshalb war ich schon da, guck, er sitzt da in dem Auto. Ganz schlimm, die Leute teilweise. Auch viele haben heute im Busch gecampt. Eieiei. So, wir gucken uns aber jetzt wirklich mal hier das Ende an. Ja, Bowskills waren da. Das Problem ist, irgendwann denkt man sich so, oh nein, wie hier. Er pusht mich, ich wieder unten. Ich so, oh nö. Weißt du, wenn du gerade so weißt, jetzt müsste ich so langsam mal den Sieg holen. Aber dann hat es am Ende zum Glück doch gereicht. So, wir gucken mal gerade, wie viel Leben hatte ich denn da noch? Zack. Ah, 54 Leben. 100 Dings Leben. Blue Life. Ja, dann bin ich mich da. Das war auch. Das war so ein Mega-Fail. Erstmal selber in die außerhalb der Zone geschossen. Bester Move ever. So, wie ist er nochmal gestorben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, da habe ich schon sein. Ah, doch, einfach oben. So, da habe ich den Isaaran Adam weggehauen. Also, nochmal, ihr seht's, epischer Sieg. GG nochmal an alle, die dabei waren. Warum sage ich jetzt GG? Keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Ich kann immer wieder nur Danke sagen. Ich versuche damit so ein bisschen was zurückzugeben. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Lasst, wie gesagt, gerne ein Like da. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns schon mit dem nächsten Skin. Und haut rein.